Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fear Inoculum Box von Tool. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fear Inoculum von Tool. Das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Ja, die Box an sich ist noch nicht zu sehen, denn das Ganze kommt hier in einem Karton. Wir haben hier auf diesem Karton einen Barcode, einen großen Barcode. Und dann lesen wir hier noch Tool, also den Namen der Band, daneben Fear Inoculum, den Namen des Albums. Und dann lesen wir hier noch Fragil, Do Not Throw. Also zerbrechlich, bitte nicht werfen. Ja, ansonsten hier alles ganz schlicht in diesem Karton braun gehalten. Warum soll man das Ganze nicht werfen? Es wird wohl hier etwas Heikles drin sein. Und zwar befindet sich das natürlich in der eigentlichen Box. Also das hier ist so eine Schutzhülle, die eben verhindern soll, dass der Boxinhalt hier irgendwie zu Schaden kommt. Packen wir mal zur Seite und dann schauen wir uns das Boxdesign an sich an. Es ist jetzt schon etwas verstaubt. Wir werden mal ganz kurz abwischen. So. Also, wir haben hier als allererstes mal einen FSK 6 Hinweis. Bedeutet, wir werden hier auch Filmmaterial vorfinden. Und hier oben lesen wir dann The Long Awaited New Album Tool. Limited Edition Special Package, including an immersive visual experience. 36 page booklet, exclusive artwork, MP3 download card with additional material, over 85 minutes of music. Okay, also, das heißt hier so ein kurzer Abriss, was sich darin befindet und wie das Album so aufgebaut ist, also 85 Minuten und was uns sonst noch hier in dieser Box erwartet. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, wir werden mal die Folie abmachen, da werden wir dann voraussichtlich auch diesen Sticker hier einbüßen. Aber den haben wir zur Kenntnis genommen, ebenso wie den FSK 6 Hinweis, von daher machen wir die Folie mal ab. So, auf der Rückseite war noch ein weiterer Sticker, den ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen möchte, so gut es geht. Ach, was haben wir hier? Okay, also ganz schlicht einfach den Barcode plus die Beteiligten. Jawohl. Gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht das aus. Wir haben hier eine Spirale und es geht hier abwärts und es sieht so aus, als wären hier Augen. Ja doch, es sind Augen. Also tausende Augen, die uns hier anschauen aus verschiedenen Perspektiven. Auf der Seite lesen wir wieder Tool Fear Inoculum und darunter eine Katalognummer. Auf der rechten Seite lesen wir auch wieder Tool Fear Inoculum. Oben sieht das Ganze so aus. Unten haben wir spannenderweise einen Anschluss. Okay. Und auf der Rückseite haben wir dann hier so eine Zeichnung und ein Barcode plus die Beteiligten. Alles klar. Dann schauen wir mal hinein. Und jetzt dürfte es gleich ziemlich episch werden, denn, oh ja, es geht los. Alter. Also ich hoffe, ihr könnt das halbwegs hören. Wir haben hier unten so einen kleinen Lautsprecher, aus dem hier diese Soundeffekte kommen. Und ich habe hier nichts eingeschalten. Das Ganze ging einfach direkt los. Und hier läuft jetzt ein Video, so ein Artwork zum Album. Heftig. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, das Ganze dauert recht lange. Also ich glaube, das dauert knappe 10 Minuten und ich will euch jetzt nicht hier 10 Minuten mit diesem Video aufhalten. Wir haben darunter drei Knöpfe. Eventuell sind die nicht schlecht. Es funktioniert auf Anhieb. Also der mittlere Knopf ist scheinbar der Pause-Knopf.
den ich jetzt hier gedrückt habe, also hier diese drei grauen Schaltflächen sind scheinbar Knöpfe. Gut. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz noch, was sich hier weiter befindet, denn wir haben hier noch weitere Inhalte natürlich. So, einmal. Zweimal. Ich glaube, das war es jetzt soweit, oder? Haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Und das hier ist sowieso fest verbaut. Okay. Ja, also rein so vom ersten Druck schon mal echt heftig. Also ich meine, man macht hier diese Box auf und dann spielt sich hier einfach mal dieses Video ab auf einem 4HD LCD-Screen. Heftig, also weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hätte ich so noch nie gesehen in einer Box. Wir haben ein Booklet und zwar haben wir hier ein spezielles Booklet, denn das Ganze ist hier ziemlich aufwendig gestaltet. Wir haben das Ganze hier so im Hochformat. Dann wurde das hier vorne entsprechend beschichtet. Also man kann das hier wirklich anfassen. Dieser Hochglanzdruck dieses Skeletts, was ein bisschen an eine Spinne erinnert, so mit den ganzen Armen, ist hier wirklich erhaben und kann man hier wirklich spüren. Dann schauen wir mal hinein. Ja, hier sehen wir es auch, wie das Ganze hier gedruckt wurde. Und wir haben hier wieder die Augen. Also die Augen sind hier wirklich ganz entscheidend im Artwork. So, das sieht mir aus. Ist die Frage, ob das die Lyrics sind. Wir schauen mal kurz, was hier noch kommt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das hier die Lyrics sind zu den einzelnen Tracks. Dann haben wir hier weitere Seiten. Das sieht aus wie so eine Durchsicht. Heftig, also sowas habe ich auch noch nie gesehen, so eine Seite in einem Booklet. Sieht so aus wie so weißes Backpapier oder so. Aber auch hier wieder geprägt, man kann das wirklich hier anfassen. Dann geht es hier wieder weiter mit Spiralen und Augen. Der nächste Track. Dann eine Fackel, die hier getragen wird. Und immer wieder Augen. Also alles voller Augen. Und Symbolen. Ich werde heute Nacht wahrscheinlich von diesen Augen träumen. Weitere Tracks, weitere Lyrics und weitere Symbole. Dann hier wieder dieses unmenschliche, unheimliche Wesen. Weitere Lyrics. Also auf jeden Fall eines der aufwendigst gestalteten Booklets, die ich je gesehen habe. Hier wieder Lyrics. Und wieder ein Foto. So, dann haben wir nochmal Lyrics. Ein Foto, also eine Zeichnung. Natürlich wieder Augen. Und zum Abschluss die Credits zum Album, also diese Personen waren hier alle beteiligt. Dann haben wir auch nochmal die Tracklist, hier ganz oben die erste Zeile. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tracks sind es geworden. Dann hier wieder dieses Menschen-Spinnenwesen. Und zum Abschluss auch nochmal. Und auch hier wieder entsprechend geprägt und Hochglanz. Also, das Booklet auf jeden Fall echt mächtig. Dann haben wir hier eine Hülle und hier ist wieder Flamme samt Augen zu sehen, beziehungsweise hier diese Fackel. Das Ganze ist dann hier oben zu öffnen und das dürfte dann wohl die Album-CD sein. Auch hier natürlich alles wieder voller Augen. So sieht das aus. Es ist das fünfte Album der Band. Und mit diesem Album haben die sich echt sehr lange Zeit gelassen. Denn das letzte Album, das erschien im Jahr 2006, also mittlerweile vor mehr als 13 Jahren. Dieses Album hier erschien im August 2019. Also, das ist schon gewaltig. 13 Jahre Pause. Dann haben wir noch einen Hinweis bezüglich der FSK-Kennzeichnungen. Dann haben wir hier scheinbar eine Anleitung, aber wofür? Eventuell für den
Bildschirm. Ja, genau, hier haben wir es. Lithium-Ionen-Batterie. Okay. Dann haben wir einen MP3-Download-Code. Hier auf diesem Zettelchen. Und was das Spannende ist, wir haben hier nicht nur das reguläre Album drauf, also die 7 Tracks, sondern wir haben hier noch 3 Bonus-Tracks mit dabei, die es wirklich nur mit diesem Download-Code gibt. So, und das Case, schauen wir es auch nochmal ganz kurz an. Also wie gesagt, wir haben hier in der Mitte verbaut diesen, machen wir mal kurz Stopp, diesen LCD-Bildschirm. Hier unten bei der gepunkteten Fläche hier da haben wir dann noch einen 2 Watt Lautsprecher. Das Ganze wurde dann hier in diese Hülle integriert. Und hier unten haben wir dann entsprechend den Stecker. Also hier kann man das Ganze dann laden. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher. Ich hätte nämlich kein Kabel entdeckt. Aber eventuell ist das auch noch hier irgendwo verstaut. Wir schauen jetzt hier nochmal rein. Nein, hier kann ich nichts erkennen. Hier irgendwie auch nicht. Okay, bin mir jetzt nicht sicher, ob hier regulär ein Kabel dabei sein sollte. Ich gehe mal davon aus, weil das wäre sonst irgendwie etwas komisch. Aber ich habe hier bei mir keines dabei gehabt. In der Kartonhülle schauen wir auch nochmal kurz nach. Nein, okay. Ich hoffe, bei euch ist eins dabei, wenn ihr die Box bestellt. Allerdings, wie gesagt, bei mir war jetzt keins dabei. Aber nachdem das ja eh ein eher gängiger Anschluss ist, habe ich solche Kabel auch von anderen Geräten daheim und kann das dann hier anstecken. Was mich jetzt schon noch interessieren würde, wofür die anderen Knöpfe sind. So, das ist, genau, das ist Play. Ah, alles klar. Und hier können wir noch die Lautstärke anpassen. Also wir können hier natürlich lauter drehen. Oder wir können hier dann auch wieder leiser drehen. Also links lauter, rechts leiser. Und in der Mitte haben wir dann Play bzw. Stopp. Und dann haben wir scheinbar noch einen Sensor verbaut, dass sobald wir hier zuklappen, das Ganze ausgeht. Und erst wenn man aufmacht, schaltet sich das Ganze wieder ein und beginnt von Anfang an. Ja, wie gesagt, das gesamte Video hier dauert so um die 10 Minuten, knappe 10 Minuten. Und da gibt es auch wieder jede Menge Artwork und Augen und heftige Sachen zu sehen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz einen kleinen Einblick. Aber ansonsten würde ich das dann jetzt wieder abbrechen. Also, die Augen sind immer am Start. Jawohl. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte LCD-Display, dieser Bildschirm. Dann die Hülle hier mit der Album-CD. Wie gesagt, 7 Tracks sind es geworden. Dann haben wir hier dieses umfangreiche Booklet mit den ganzen Lyrics und jede Menge Artwork drin. Den MP3-Download-Code. Auf diesem haben wir die 7 Tracks des Albums plus die 3 Bonus-Tracks. Und ansonsten haben wir noch Papierkram, wie gesagt, FSK, Kennzeichnung und dann die Info zu diesem Bildschirm. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser Deluxe Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tool unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.